Ein herzliches Willkommen zurück zur neuen Folge Mass Effect 2. In der letzten Folge haben wir das tragische Ende von Commander Shepard miterlebt, der auf einer Routine-Mission gegen die Geth von einem fremden Schiff zerschossen worden ist. Die Normandy ist vollständig abgestürzt, die meisten konnten sich allerdings retten. Nur der Commander Shepard natürlich nicht. Der oder sie ist im Weltall scheinbar verstorben. Aber, wie wir hier sehen, wurden wir von den Toten zurückgeholt. Und zwar hat die Gruppe Cerberus, von der wir im ersten Mass Effect Teil schon gehört haben, die haben das Lazarus-Projekt ins Leben gerufen und haben uns von den Toten zurückgeholt, damit wir die Menschen verteidigen gegen die große böse Reaper-Invasion, die uns noch bevorstehen wird. Und ja, wir sind etwas hurtig aufgeweckt worden und sind natürlich gleich wieder im Chaos gelandet. Und zwar die Station, auf der wir hier wiederbelebt worden sind. Die wird gerade angegriffen, und zwar die Sicherheits-Max, also die Sicherheitsroboter, die hier stationiert sind, drehen alle durch und töten alle und jeden. Und deswegen haben wir hier Jacob Taylor kennengelernt. Der Mensch, der uns hier mit der Pistole folgt, der ist hier Sicherheitsoffizier. Und wird uns jetzt mal unterstützen, hat uns auch ein paar Infos schon gegeben, was hier so passiert ist in der Zeit. Wir waren tatsächlich 2 Jahre offline. Und dann schauen wir mal. Ich habe gesehen, Codex, da haben wir neue Einträge. Da habe ich aber schon gesagt in der ersten Folge, dass wie im ersten Teil quasi die Codex-Einträge nicht vorlese oder vorlesen lasse, sondern so die wichtigsten Informationen in der jeweiligen Situation dann euch erzählen werde. So, wir können hier gleich auch schon aufsteigen. Wir verbessern unsere Disruptor-Munition. Heißt, wir können dann mit Schilde zerstören und synthetische Feinde direkt ausschalten. Okay. Jacob Taylor haben wir hier auch. Da können wir nicht aufsteigen. Ja, ich mach mal eben in den Optionen die Musik etwas leiser. So. Okay. Da ist noch ein Thermomagazin. Wir sind voll. Dann bereit machen! Oh. Das muss wehtun! Verdammt, Wilson. Dieser Raum ist voller Max. Die ganze Station ist voller Max. Ich gebe wirklich mein Bestes. Ja, Wilson ist einer der oh Gott, sie haben mich gefunden! Hilfe! Genau, ist einer der Techniker. Wo sind sie? Serverraum B, schnell! Sie sind völlig außer Kontrolle! Die Treppen rauf, Shepard! Oh Gott, ich bin getroffen! Sie haben auf mich geschossen! Ja, Wilson ist einer der Techs, die uns, der geholfen hat, uns, zu retten. Und, Miranda Lawson ist die Leiterin hier und die hat auch schon mit uns kommuniziert. Die physische Rekonstruktion des Subjekts ist abgeschlossen, aber die mentalen und neurologischen Funktionen müssen alle noch überprüft werden. Unsere Befehle waren eindeutig. Commander Shepard wieder genauso herzustellen, wie sie vor der Explosion war, mit der gleichen Moral und Persönlichkeit. Wenn wir ihre Identität in irgendeiner Weise verändern, wenn sie nicht mehr die gleiche Frau ist wie vorher, ist das Lazarus-Projekt ein Fehlschlag. Ich werde nicht zulassen, dass das geschieht. Ja. Also aus irgendeinem Grund müssen die uns, also durften uns auch nicht klonen oder irgendwie verändern, sondern wir mussten wieder wir werden. Hier unten. Ach, Wilson. Die Schweine haben mir ins Bein geschossen. Hm.
Ich erinnere mich an dich. Sie waren da, als ich zum ersten Mal das Bewusstsein wieder erlangte. Ja, das war ich. Können wir bitte erst darüber reden, wenn mein Bein versorgt ist? In der Notfallstation da drüben an der Wand müsste Medigel sein. Hoffentlich reicht es, um ihn wieder auf die Füße zu stellen. Holen Sie das Medigel aus der Notfallstation an der Wand! Das ist eine ganz schöne Heulsuse. Na gut. Okay. Legen Sie was über die Einigkeit, Kraft. Da ist er wieder. Danke, Shepard. Hätte nicht gedacht, dass Sie mir mal das Leben retten. Damit sind wir dann wohl quitt. Ich dachte, ich könnte die Sicherheitsmax vielleicht runterfahren. Aber wer immer hier war, hat das ganze System geröstet. Da geht gar nichts mehr. Wir haben nicht gefragt, was Sie gemacht haben. Warum haben Sie überhaupt eine Freigabe für die Sicherheitsmax? Sie haben im Bioflügel gearbeitet. Haben Sie nicht zugehört? Ich kam hierher, um die Sache in Ordnung zu bringen und außerdem wurde ich angeschossen. Wie wollen Sie das erklären? Naja, ich würde sagen, wir trauen keinem von beiden. Ich kenne keinen von Ihnen. Gehen wir an einen sicheren Ort, um zu klären, wer die Schuld an allem trägt. Richtig, Shepard. Aber wir müssen Miranda finden. Wir können sie nicht zurücklassen. Vergessen Sie Miranda. Sie war drüben im D-Flügel. Der Sektor war voller Max. Das kann sie unmöglich überlebt haben. Ein paar Max schaffen Miranda nicht. Sie lebt noch. Und wo ist sie dann? Warum haben wir nichts von ihr gehört? Es gibt nur zwei mögliche Erklärungen. Sie ist entweder tot oder sie hat uns verraten. Naja, aber sie hat versucht, uns zu helfen. Ne? Also wie im letzten Teil versuche ich auch hier ein bisschen den Vorbildweg zu wählen. Deswegen werde ich vorwiegend die oberen Antwortmöglichkeiten geben. Weshalb hat sie mich dann aufgeweckt und vor dem Angriff gewarnt? Okay, vielleicht hat sie uns nicht verraten. Aber das ändert nichts an den Tatsachen. Wir sind hier, sie ist es nicht. Wir müssen uns selbst retten. Die Shuttlebucht ist nur ein paar... Heilige Scheiße! Wir können die Behälter überlasten, um einen Weg zu den Shuttles freizuräumen. Achtung, Kollision. Ziel am Boden! Okay, dann... Wilson, benutze mal die Überlastung. Es reicht. Verschwinden wir von hier. Das ist sehr effektiv. Okay, wir haben sie erledigt. Aber langsam wird's eng. Shepard, wenn ich Ihnen sage, für wen wir arbeiten, vertrauen Sie mir dann? Das ist jetzt wirklich der falsche Zeitpunkt, Jacob. Wir schaffen es nicht, wenn sie mit einem Schuss in den Rücken rechnet. Wenn Sie den Boss verärgern, riskieren Sie Ihren Arsch dabei, Jacob. Das Lazarus-Projekt. Das Programm, das sie wiederhergestellt hat. Finanziert und kontrolliert wurde es von Cerberus. Okay. Das kommt uns bekannt vor, ne? Wir haben Cerberus in Mass Effect 1 kennengelernt. Da, ich habe es in der letzten Folge auch schon erzählt, da ging es um die Mission mit Admiral Kahoku, der dann zum Schluss getötet worden ist von Cerberus. Ich glaube, ich bin einige Male auf Cerberus gestoßen, als ich in Sachen Saren ermittelt habe. So eine Art Pro-Mensch-Splittergruppe, richtig? Nun, die Allianz möchte, dass die Leute genau das glauben. Aber es steckt mehr dahinter. Die Allianz hat sie für tot erklärt. Sie hat sie aufgegeben. Cerberus hat ein Vermögen ausgegeben, um sie zurückzubringen. Also, ich wäre auch misstrauisch. Aber jetzt müssen wir zusammenarbeiten. Ich dachte, sie verdienen es, Bescheid zu wissen. Sobald wir von der Station runter sind, bringe ich sie zum Unbekannten. Er wird ihnen alles erklären. Versprochen. Okay. Ja, wer ist denn der Unbekannte? Zum Unbekannten? Ist der für all das verantwortlich? Ja. Natürlich heißt er nicht wirklich so. Niemand weiß, wer sich dahinter verbirgt. Es war ein Codename der Allianz für ihn. Und der ist ihm dann irgendwie geblieben. Ja. Naja, aber wir erinnern uns, die Geschichte mit Kahoku war schon ziemlich abgekatert. Eigentlich wollen wir uns hier mit so einer... Das ist Services ja pro Mensch heißt, sie schließen eigentlich alle anderen Aliens aus. Und eigentlich sind wir ein guter Mensch, also eine gute Frau, ein guter Kerl, ne, sowas. Deswegen wollen wir eigentlich mit Cerberus nicht ins Bett gehen. Mir ist egal, was Sie getan haben oder was Sie mir erzählen. Ich arbeite nicht für Terroristen. Das können Sie alles dem Boss erzählen. Aber erst, wenn unsere Ärsche in Sicherheit sind. Wir haben das Shuttle fast erreicht.
Okay. Hacken wir mal ein Datenpad. Datenpads hacken ist ein bisschen schwieriger. Wir sehen hier links oben ein Zielsegment. Das heißt, wir müssen aus den Codeblöcken, die wir hier haben, das Zielsegment raussuchen, welches das hier ist. So, jetzt müssen wir das nächste finden. Oh, ich glaube, ich habe es schon übersehen. Ne, da ist es. So, und natürlich dürfen wir die roten Bereiche... Oh, Mist, ja. Die roten Bereiche dürfen wir nicht begehen, also nicht auswählen. Sonst ist der Hack sofort fehlgeschlagen. Ja, das sind ein paar neue Funktionen, die finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Was mich ein bisschen stört, ist, dass wir kein direktes Inventar haben. Was auch anders ist als im letzten Teil, ist, dass wir kein Radar haben. Tatsächlich. So, dann können wir da hinten voll im Ziel. Hier haben wir noch ein persönliches Log. Mal gucken, was... Das Testsubjekt wurde geborgen. Aber der Schaden ist weitaus schlimmer als ursprünglich befürchtet. Außer den zu erwartenden Verbrennungen und inneren Verletzungen infolge der Explosion hat das Subjekt durch längeres Verweilen im luftleeren Raum bei Minusgraden erhebliche Zellschäden erlitten. Trotz des Ausmaßes des physischen Traumas versichert mir Wilson, dass das Subjekt wiederhergestellt werden kann. Das Lazarus-Projekt läuft wie geplant weiter. Okay. Also, wir waren mehr als nur kaputt, wir waren voll im Arsch. Ja. Dann knacken wir nochmal ein Safe. Sehr schön. Wir bekommen Credits. Okay. Dann hacken wir noch mal ein Datenpad. Alles, weil es so schön ist. Das ist hier. Das ist hier. Und das ist hier. So. Na, natürlich geht das Hacken immer alles auf Zeit. Aber bisher haben wir das ganz gut gelöst. So, da unten kamen wir her. Dann müssen wir hier lang. Ich denke, hier geht's zum... Ja. Hier geht's zum Shuttle und zu unserer Rettung. Wir öffnen die Tür. Los, hier entlang. Wir sind fast bei... Miranda. Aber sie waren doch... Tot? Was zum Teufel machen Sie da? Mein Job. Wilson hat uns alle hintergangen.
Na, jetzt kann sie ihn aber nicht befragen. Sie hätten ihn am Leben lassen sollen, um rauszufinden, was er wusste. Zu riskant. Es hat mich zu viel Zeit und Mühe gekostet, sie ins Leben zurückzubringen. Ich kann nicht zulassen, dass sie jetzt schon wieder jemand tötet. Glauben Sie wirklich, Wilson wäre zu so etwas fähig? Jetzt nicht mehr. Okay. Naja. Auch wenn Sie sich sicher sind, hat er so eine Begrüßung verdient? Er hat die Sicherheitssysteme sabotiert, meine Leute getötet. Und als nächstes wären wir dran gewesen. Sind Sie da ganz sicher, Miranda? Wir kennen Wilson seit Jahren. Was ist, wenn Sie sich irren? Ich irre mich nie. Ich dachte, das hätten Sie mittlerweile begriffen, Jacob. Oh je. Na gut, wir wussten natürlich nicht, dass er lügt. Er war uns nur sehr unsympathisch, ne? Aber was passiert jetzt? Wie Sie meinen. Was ist unser nächster Schritt? Wir steigen ins Shuttle und starten. Mein Boss will mit Ihnen reden. Sie meinen den Unbekannten? Ich weiß, dass Sie für Cerberus arbeiten. Ach, Jacob. Ich hätte wissen müssen, dass Ihr Gewissen Sie übermannt. Den Commander anzulügen ist keine gute Methode, um Sie auf unsere Seite zu ziehen. Nun, da wir ohnehin gerade alles offen ausbreiten, haben Sie vielleicht sonst noch irgendwelche Fragen, bevor wir starten, Commander? Naja, Position während des Angriffs, wo sie war, naja, wohin wir fliegen, weitere Überlebende, wir können nach dem Lazarus-Projekt fragen. Sie sind die Leiterin des Lazarus-Projekts, richtig? Stimmt. Ich habe 2 Jahre meines Lebens in dieses Projekt investiert. In okay. Sie. Warum? Was will Cerberus von mir? Das sollten Sie den Unbekannten fragen, wenn Sie ihn treffen. Er hat nahezu unbegrenzte Mittel für Lazarus zur Verfügung gestellt. Offensichtlich hat er etwas mit Ihnen vor. Okay, also so sehr viel wird sie uns auch nicht sagen, deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen, bevor hier die ganze Basis auseinanderfällt oder so. Ich habe für den Rest meines Lebens genug von dieser Station. In Ihrem Fall sind es sogar 2 Leben. Gehen wir. Bevor Sie den Unbekannten treffen, müssen wir noch ein paar Fragen zur Beurteilung Ihres Zustands klären. Kommen Sie schon, Miranda. Noch mehr Tests? Shepard hat die Max ohne Probleme erledigt. Das muss doch reichen. Der Angriff war vor 2 Jahren. Der Unbekannte muss wissen, dass Shepards Persönlichkeit und Gedächtnis intakt sind. Deshalb die Fragen. Okay, 2 Jahre waren wir weg. Wie bitte? 2 Jahre? So lange war ich weg? 2 Jahre und 12 Tage. Den Großteil davon lagen sie auf einem Operationstisch. Je früher wir damit anfangen, desto schneller sind wir fertig. Beginnen wir mit der persönlichen Vergangenheit. Okay. Den Unterlagen zufolge stammen Sie von der Kolonie Mindua und haben Ihre Eltern bei einem Überfall von Sklavenhändlern verloren. Sie haben sich zum Militär verpflichtet und für den Kampf gegen Batarianer beim Skillianischen Angriff einen Orden erhalten. Erinnern Sie sich daran? Ja, wir hatten keine Wahl. Wir mussten alle töten. Viele Leben hingen davon ab, dass ich diese Stellung hielt. Ich habe nur getan, was ich tun musste. Wie auch immer. Es war jedenfalls ziemlich beeindruckend. Freunde von mir waren auch dort. Zufrieden, Miranda? Fast. Versuchen wir es mit was Aktuellerem. Würmeier, wo sie Sarens Klonanlage zerstört haben. Sie mussten ein Mitglied ihrer Gruppe zurücklassen, das bei der Explosion gestorben ist. Leutnant Kaidan Alenko ist im Einsatz gefallen. Sie waren dafür verantwortlich. Warum haben sie ihn zurückgelassen? Ja, wir erinnern uns. Es war eine richtig schwere Entscheidung. Ja, wir mussten wählen, ob wir Kaidan oder Ashley zurücklassen. Wir haben uns entschieden, dass wir Kaidan zurücklassen, der dann mit der Bombe zusammen auf Würmeier hochgegangen ist. Und ja, es war wirklich eine schwere Entscheidung. Ich habe an diesem Tag einen Freund in den Tod geschickt und das ist mir nicht leicht gefallen. Aber ich musste so viele retten wie möglich. Kaidan hat sein Leben für den Rest des Teams gegeben. Ohne ihn hätte ich Saren nicht aufhalten können. Er starb als Held. Ich verstehe, Commander. Ich wollte Ihre Entscheidung auch nicht anzweifeln. Jeder bei Cerberus weiß, dass die Klonanlage zerstört werden musste. Shepard, denken Sie an die Citadel, nachdem die Allianz die Destiny Ascension gerettet und Sie Saren getötet hatten. Was ist dann passiert? Ja,
Ganz zum Schluss hatten wir noch diesen kleinen Enddialog mit dem Rat, der uns eröffnet hat, dass angesichts unserer Erfolge die Menschen dem Rat beitreten dürfen. Und wir haben uns dafür ausgesprochen, dass Anderson dem Rat beitritt. Der Menschheit wurde ein Sitz im Rat angeboten. Ich habe Captain Anderson dafür empfohlen. Ja, Captain Anderson ist jetzt Ratsherr Anderson. Man sagt allerdings, das Leben beim Militär sei ihm lieber gewesen. Trotzdem gut zu wissen, dass das Ratsmitglied der Menschen die Politik nicht über die Verteidigungsfähigkeit stellt. Ihr Gedächtnis scheint in Ordnung zu sein. Es gibt noch weitere wichtige Tests. Kommen Sie schon, Miranda. Schluss mit dem Quiz. Das Gedächtnis ist da und für Shepards Kampffähigkeiten kann ich persönlich bürgen. Vermutlich haben Sie recht. Hoffentlich akzeptiert der Unbekannte unseren kleinen Feldtest als ausreichend. Ja, dann sind wir jetzt mal gespannt, wer der Unbekannte ist. Okay. Der Unbekannte wartet im Nebenraum. Ja, Tagebuch, Prolog. Jokers Rettung, ja. Joker ist gerettet, aber die Normandy wurde zerstört. Sie sind aus der medizinischen Anlage von Cerberus entkommen. Die nächste Informationsquelle dürfte der Unbekannte sein. Reden Sie mit dem Unbekannten im Nebenraum. Ich meine, jemand, der Unbekannter heißt, scheint ja eine sehr gute Informationsquelle zu sein. Ja. So, wir können hier schon unsere Rüstung, Panzerung und informelles Aussehen verändern. Dann können wir mal gucken, wie wir informell so aussehen. Hm. Also das ist schon sehr, naja. Ja, wir nehmen das hier. Okay. Wir können auch nochmal unsere Panzerung. Ja, wir haben ja, ich habe eine die Digital, weiß ich nicht, Edition gekauft. Oder irgendwann mal. Das heißt, wir haben ein paar extra Rüstungen. Wir haben hier die Cerberus Sturmpanzerung, wir haben Kollektoren Chitinpanzerung. Wer die Kollektoren sind, werden wir noch erfahren. Ja, Blood Dragon. Die ist auch ganz nett. Und was haben wir hier noch? Terminus-Panzerung. Naja, gut. Aber ich glaube, wir bleiben bei der Standard-Rüstung. Ein Helm. Wir können den normalen N7-Helm. N7-Helm mit Atemgerät. Sentry-Interface. Umbra-Visor. Aufklärungskapuze. Naja. Also nicht so der Brüller, wir bleiben ohne. Brust haben wir nur die N7-Platte, Schultern auch, Handschuhe auch, Beinschienen auch. Ja, wir können so ein bisschen das Material ändern. Hm. Ich glaube, das hier ist ein bisschen dunkler, wir können die Farbe ändern. Wir könnten mal so ein dunkles Schwarz nehmen, angesichts der doch sehr düsteren Atmosphäre des Spiels. Wir können auch ein Muster noch drauf tun. Hm. Ja, das gefällt mir, glaube ich, ganz gut. Ein bisschen hell. Ja, wir nehmen nicht das Rote, wir nehmen das Graue. Okay, das wenden wir an. Ja, wir sehen auch schon. Wird direkt hier drauf getan. Okay. Dann besuchen wir mal den Unbekannten. Und schauen mal, was der uns hier so alles erzählen kann. Commander Shepard. Der Unbekannte. Ich dachte, wir würden uns persönlich treffen. Eine notwendige Vorsichtsmaßnahme.
Nicht ungewöhnlich für Leute, die das wissen, was sie und ich wissen. Haha, sie, also, naja. Ist schon ein wenig anmaßend, ne? Immerhin, er kennt uns ja nicht. Sie mögen der Grund sein, warum ich noch lebe, aber das heißt nicht, dass ich Ihnen traue. Sie müssen Ihre persönlichen Gefühle vergessen. Die Menschheit steht der größten Bedrohung unserer kurzen Existenz gegenüber. Die Reaper. Schön, dass Ihr Gedächtnis noch funktioniert. Wie geht es Ihnen? Naja, nicht schlecht. Ich denke, wir machen nicht mal klar, dass wir ihn nicht mögen. Sie müssen sich das Recht auf solche Fragen erst verdienen. Cerberus ist nicht so böse, wie Sie glauben. Sie und ich, wir stehen auf derselben Seite. Nur unsere Methoden unterscheiden sich. Kommen Sie zum Punkt. Was machen die Reaper, dass Sie dazu veranlasst hat, mich zurückzubringen? Wir sind im Krieg. Niemand will es zugeben, aber die Menschheit wird angegriffen. Während sie geschlafen haben, sind ganze Kolonien verschwunden. Kolonien der Menschen. Wir glauben, dass jemand dahinter steckt, der für die Reaper arbeitet. So wie Saren und die Geth für die Sovereign gearbeitet haben. Sie haben es selbst gesehen. Sie haben alle besiegt. Das ist nur ein Grund, warum wir sie ausgewählt haben. Okay. Bekommen wir Hilfe durch die Allianz? Das wäre doch mal ganz günstig, ne? Die ganze Menschenflotte. Wenn es sich um eine Bedrohung der Menschheit handelt, müssen Sie die Allianz mobilisieren. Sie haben beim Kampf gegen die Sovereign empfindliche Verluste erlitten. Der Wiederaufbau ist noch im Gang. Es fehlt Ihnen an Ressourcen, um die Bedrohung durch die Reaper zu verifizieren. Es ist leichter, Söldnern und Piraten für die Entführungen die Schuld zu geben. Und praktischer. Ja, okay. Was hat's mit Cerberus auf sich? Ein Krieg passt gar nicht zu Cerberus. Warum beschäftigen Sie sich mit der Sache? Unsere Aufgabe ist die Weiterentwicklung und die Erhaltung der Menschheit. Wenn die Reaper uns zu Zielen erklären und auslöschen wollen, wird Cerberus sie aufhalten. Wenn wir darauf warten, bis die Politik oder die Allianz handelt, sind keine Kolonien der Menschen mehr übrig. Naja. Was weiß er denn über den Führungen? Die Sovereign wollte das gesamte Leben in der Galaxie auslöschen. Warum sollten es die Reaper auf ein paar Kolonien der Menschen abgesehen haben? Hunderttausende Kolonisten sind verschwunden. Ich finde, das kann man schon als Auslöschen bezeichnen. Niemand achtet darauf, weil die Angriffe scheinbar zufällig und in abgelegenen Gegenden stattfinden. Ich weiß nicht, warum plötzlich die Menschheit ihr Ziel ist. Vielleicht haben sie ihre Aufmerksamkeit erregt, als sie einen von ihnen getötet haben. Naja, das könnte natürlich sein. Jetzt aber die große Frage, warum wir? Für die Kosten meiner Wiederherstellung hätten sie eine ganze Armee ausbilden können. Sie sind einzigartig. Nicht nur wegen ihrer Fähigkeiten oder Erfahrungen, sondern wegen dem, wofür sie stehen. Sie sind in einem entscheidenden Augenblick für die Menschheit eingetreten. Sie sind mehr als eine Soldatin. Sie sind ein Symbol. Ich weiß zwar nicht, ob Reaper Angst haben können, aber sie haben einen von ihnen getötet. Davor müssten sie Respekt haben. Okay. Vielleicht glauben wir ihm ja ein bisschen. Wenn das wahr ist, wenn die Reaper dahinter stecken, dann denke ich darüber nach, ihnen zu helfen. Ich wäre enttäuscht, wenn sie all das akzeptieren würden, ohne es mit eigenen Augen zu sehen. Es steht ein Shuttle bereit, um sie nach Freedom's Progress zu bringen. Der letzten Kolonie, die entführt wurde. Miranda und Jacob werden sie briefen. Okay. Miranda hat Wilson kaltblütig getötet. Jacob ist nicht mehr als ein Söldner. Und denen soll ich vertrauen? Wilson war einer meiner besten Agenten. Aber er war ein Verräter. Miranda hat genau das getan, was ich von ihr erwartet habe. Und sie hat ihr Leben mehr als einmal gerettet. Jacob ist Soldat. Einer der Besten. Er hat mir nie völlig vertraut. Aber er hat das auch immer offen zugegeben. Sie werden gut mit ihnen klarkommen. Bis auf Weiteres. Okay. Ist ja nicht so, als ob wir eine Wahl haben, oder? Bin ich freiwillig hier oder wurde ich zur Freiwilligen ernannt? Sie haben immer eine Wahl, Shepard. Wenn Sie die Beweise nicht finden, nach denen wir beide suchen, können wir uns wieder trennen. Aber fliegen Sie erst nach Freedom's Progress. Finden Sie so viele Hinweise wie möglich. Wer entführt die Kolonisten? Gibt es eine Verbindung zu den Reapern? Ich habe sie zurückgebracht.
Für den Rest sind Sie zuständig. Na gut. Also. Freedom's Progress also. Ja. Wir warten mal, bis hier die ganzen Aktualisierungen durch sind. Ja, der Unbekannte ist nach wie vor ein Unbekannter für uns. Das wird sich auch nicht ändern, fürchte ich. Wir können mal hier einmal unser Tagebuch angucken. Prolog, das Erwachen. Ein Schiff wartet im Hangar auf Sie, um Sie nach Freedom's Progress zu bringen. Ja, Sie sind aus der medizinischen Anlage von Cerberus entkommen. Nächste Informationsquelle dürfte Unbekannte sein, hatten wir gerade. Alle Kolonisten von Freedom's Progress sind auf geheimnisvolle Weise verschwunden. Der Unbekannte möchte, dass ein Team die Vorfälle untersucht. Dieses Team sind wir. Ja, suchen Sie nach Hinweisen auf das Schicksal der verschwundenen Kolonisten. Okay. Dann können wir mal nochmal aufsteigen. Wir wählen die Brandmunition und wir könnten noch einmal in der Kampfmeisterschaft aufsteigen. Ja. Gut. Wir speichern einmal. Das können wir noch tun. So. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Ja. Das ist ein Bildschirm. Genau. Wir erhalten 1000 Erfahrungspunkte, 2 Gruppenpunkte. Also das ist eine Missionszusammenfassung, die wir nach jeder Mission bekommen. Shepard ist zusammen mit Agenten Taylor und Lawson Angriff auf Anlage entkommen. Anlage durch Fernzündung zerstört. Bergungsteams werden alle belastenden Daten vernichten und erziehe auf Anraten von Miranda andere Zellen einer Sicherheitsüberprüfung, um sicherzustellen, dass Wilson unser einziger Maulwurf war. Ungeachtet der Kosten war Projekt Lazarus ein Erfolg. Shepard ist zurück. Ja. Wir haben folgende Boni erhalten, weil unser Charakter mit Stufe 43 nach Mass Effect 2 implantiert wurden. 1000 Erfahrungspunkte, Start bei Stufe 2. 20.000 Credits, 2.500 Element Zero, 2.500 Iridium, 2.500 Palladium, 2.500 Platin, 190 Vorbildpunkte schon direkt und 11 Abtrünnigkeitspunkte. Und dann haben wir nochmal 100.000 Bonus-Credits erhalten, weil wir einen reichen Charakter aus Mass Effect 1 importiert haben. Es hat sich doch gelohnt, im Mass Effect 1 noch ein bisschen Geld zu scheffeln. Ja, wir haben den M100-Granatwerfer freigeschaltet. Schnellfeuergranatwerfer, den vor allem die Wortschatz-Söldner des Bloodpacks sehr schätzen. Kann mit einem einzigen, gut platzierten Schuss mehrere Feinde ausschalten. Effektiv gegen Panzerung, Schilde und biotische Barrieren. Wir haben nochmal Credits bekommen, insgesamt 7492. Und damit schließen wir den Bericht. Ja, leider haben wir jetzt nicht mehr so schöne Ladebildschirme wie in Mass Effect 1. Die fand ich eigentlich ziemlich cool immer. Aber gut, die Ladebildschirme hier, ja, kann man hinnehmen. Wir müssten in Kürze ankommen, Shepard. Der Unbekannte hat uns Ihrem Kommando unterstellt. Haben Sie Befehle für uns? Erfolgschancen? Warum glauben Sie, dass diese Untersuchung neue Erkenntnisse zutage fördert? Bei den anderen Kolonien waren die offiziellen Behörden zuerst vor Ort. Manchmal auch Plünderer oder Bergungsteams. Wir hoffen diesmal die Ersten zu sein. Vielleicht finden wir Hinweise, bevor jemand anderes alles durcheinander bringt. Okay. Was mit den anderen Kolonien? Was haben Sie in den anderen Kolonien gefunden? Nichts. Keine Hinweise auf einen Angriff, keine Leichen. Nicht mal eine Spur ungewöhnlichen genetischen Materials. Sie verschwinden einfach alle. Und wir haben nichts, dem wir nachgehen könnten. Okay. Sind Sie sicher, dass Sie kein Problem damit haben, meine Befehle zu befolgen? Wir haben Sie nicht von den Toten zurückgebracht, um jetzt an Ihnen zu zweifeln, Commander. Wenn der Unbekannte sagt, dass sie das Kommando haben, dann ist das auch so. Na gut, ist ja fast wie früher. Jemand könnte noch leben. Oberste Priorität hat die Suche nach Überlebenden.
Das ist unwahrscheinlich, Commander. In den anderen Kolonien war niemand mehr. Sie waren vollständig verlassen. Es wäre schön, jemanden zu finden. Alles ist besser als noch eine Geisterstadt. Das klingt doch nach was. Es sieht ein bisschen kalt aus. Okay. Wir haben eine neue Waffe. Wir haben zusätzlich zur Pistole den Granatwerfer. Und wir haben unser Sturmgewehr. Und wir haben auch eine Schrotflinte. Und natürlich auch das Scharfschützengewehr. So, ich nehme das Sturmgewehr zur Hand. Und auch hier können wir die Disruptor-Munition benutzen. Wir können jetzt auch die Brandmunition benutzen. Brandmunition brennt sich durch Panzerung, setzt Feinde in Brand und verursacht Gesundheitsschaden. Miranda kann wählen zwischen der automatischen Pistole und der schweren Pistole. Und der Jacob kann die Schrotflinte und eine schwere Pistole benutzen. So, dann kann der mal die Brandmunition wählen. Und wir ziehen los. Ja. Also die Kolonie ist von irgendwas angegriffen worden. Sieht aus, als wären alle mitten beim Essen aufgestanden und gegangen. Es ist doch sehr düster hier. Seltsam. Keine Leichen, keine Gebäudeschäden, keine Anzeichen eines Kampfes. Ja, also wir haben, wenn wir Pause drücken, unten rechts das Radar und da sehen wir auch, in welche Richtung wir laufen müssen. Offensichtlich müssen wir zu diesem großen Tor. So. Ja, da sind wieder Max, die auf uns losgehen. Das ist sehr seltsam. Trefferereignis. Greife Ziel aus. Erschießen Sie sie, bevor sie ihre Schilde ausschalten. Schuss und Tor. Oh, sie haben sogar kleine Hunde. Das ist lustig. Ich hab's. Wir benutzen mal die Brandmunition. Unterstützung, Leute, Energieversorgung. Diese Lex darf nicht aggressiv sein. Sie hätten uns als Menschen erkennen müssen. Jemand hat sie umprogrammiert, damit sie sofort angreift. Ah, offensichtlich. Es ist schon sehr seltsam. Es sind wieder Max, die uns angreifen. Ein Medigel, sehr schön. Wir starten nochmal den OneSafe. Na, jetzt. Okay. 2000 Credits haben wir bekommen. Das ist doch wundervoll. Wir sind aufgeflogen. Unter Beschuss.
Sehr nett. So, wir haben nochmal Bergungsgut für 1000 Credits erhalten. Das ist doch wundervoll. So, aber bevor wir jetzt hier weiter die Station erkunden, fürchte ich, ist es wieder Zeit, dass wir uns voneinander verabschieden. Ich bedanke mich wieder ganz herzlich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe natürlich, dass ihr dann in der nächsten Folge wieder mit dabei seid und wir dann zusammen erkunden können, was hier in der Kolonie passiert ist. Ich kann euch sagen, es wird noch eine kleine Überraschung geben auf jeden Fall. Und deshalb freue ich mich auf die nächste Folge mit euch zusammen und sage bis dahin, ciao!